Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um was Nostalgisches mal wieder, in dem Fall hier um so ein altes Messgerät. Und zwar ist die Frage, wie man diese Messgeräte abliest. Also wenn man jetzt hier was misst, Spannung oder sowas, wie liest man das ab? Bevor man das tut, möchte ich mal ein paar Hinweise geben zu den Symbolen, die hier zu sehen sind. Das sind hier diese Symbole, die sind sehr wichtig, bevor man da überhaupt eine Messung durchführt, sollte man sich dort über die Symbolik hier im Klaren sein. Ich gehe die Symbole einfach mal durch, von links nach rechts. Das erste Symbol hier, das Ausrufezeichen mit dem Dreieck drumherum, bedeutet Achtung, Gebrauchs- und Bedienungsanleitung lesen. Dort sind in der Regel ein paar Hinweise über Innenwiderstände, Messbereiche und so weiter gegeben. Sollte man also reingucken. Das zweite Symbol oder die beiden nächsten beiden Symbole bedeutet, ich kann Gleichspannung messen und auch Wechselspannung. Das nächste Symbol bedeutet, dass es sich um ein Drehspulmesswerk handelt mit einem Gleichrichter. Also die Diode hier, die deutet an, es ist ein Gleichrichter drin und deswegen kann ich auch Wechselspannung messen. Die 1,5 und 2 bedeuten die Fehlertoleranzen oder Fehlerbereiche, in denen das Messgerät arbeitet. Da werde ich gleich nochmal im Detail darauf zukommen. 1,5 für Gleichspannung und 2 für Wechselspannung. Dann haben wir hier dieses Symbol, das aussieht wie ein Tisch. Das bedeutet, dass das Gerät nur in der waagerechten Gebrauchslage verwendet werden darf, um ein richtiges Messergebnis zu bekommen. Das werde ich auch nochmal zeigen, was denn der Unterschied ist, wenn ich das praktisch einfach so hinstelle, senkrecht. Und 3 mit dem Stern drumherum bedeutet, die Prüfspannung beträgt hier 3000 Volt. Hier unten ist es noch eine Angabe. 15 bis 50 und bis 20.000 Hertz, wobei die 50 unterstrichen ist. Also das Gerät arbeitet, wenn man Wechselspannung misst, zwischen 15 und 20.000 Hertz. Geeicht oder geprüft wurde es auf 50 Hertz. Da das Gerät ja für die waagerechte Gebrauchslage konzipiert wurde, legt man es also auf den Tisch. Ganz normal. Es darf also jetzt nicht so verwendet werden, dass ich es einfach so hinstelle und dann hier von der Seite ablese. Dafür ist es nicht geeignet, sondern es wird ganz normal auf den Tisch gelegt. Und was man als erstes machen sollte, ist, man sollte es mechanisch einfach mal abgleichen bzw. den Zeiger ausrichten. Um das Gerät mechanisch abzugleichen, muss man direkt auf den Zeiger schauen. Und zwar so, dass der Zeiger hier in der Spiegelskala nicht mehr zu sehen ist. Man sieht jetzt hier, an der Stelle spiegelt sich der Zeiger in der Skala. Das heißt, die Kamera im Moment schaut nicht direkt auf den Zeiger. Das heißt, wenn ich jetzt die Kamera etwas verschiebe und hier etwas runtergehe, ich hoffe, das klappt einigermaßen, dann kommt der Punkt, wo der Zeiger praktisch im Spiegel nicht mehr zu sehen ist. Ist etwas schwierig manchmal zu treffen. Also so in etwa wäre das okay. Also jetzt ist der Zeiger hier in der Spiegelskala nicht mehr zu sehen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man jetzt hier mit dem Schraubendreher hier diese Schraube drehen und den mechanischen Abgleich durchführen. Ich fährt mal die Kamera so weit ran, von wie es geht. Und wenn ich jetzt den Schraubendreher drehe, sieht man, der Zeiger bewegt sich. Und den stelle ich jetzt genau auf 0. Hier. Also Zeiger ist in einem Spiegel nicht zu sehen. Ich gucke also direkt drauf. Mechanischer Abgleich ist dann, wenn hier der Zeiger auf 0 steht. Für ein Beispiel einer Spannungsmessung habe ich hier den Messbereich mal auf 30 Volt gestellt. Und das bedeutet jetzt, dass ich hier diese blaue Skala verwende, die bis 30 geht. Man sieht es hier drüben dann, hier geht sie bis 30. Das heißt, diese Skala wird jetzt verwendet. Wenn ich jetzt zum Beispiel 9 Volt hier am Netzteil einstelle und einschalte, sieht man, dass der Zeiger hier bei 9 Volt auch landet. Dort. Also hier ist 10 Volt, da ist 9 Volt. Das Problem ist jetzt die Messabweichung oder der Fehler, der auftreten kann. In dem Gleichspannungsmessbereich
habe ich eine Toleranz von 1,5% vom Messbereichsendwert. Das ist ganz wichtig. Der Messbereichsendwert sind hier die 30 Volt. 1,5% von 30 Volt sind 0,45 Volt Toleranz, und zwar auf dem gesamten Messbereich hier. Das heißt, ich messe jetzt hier 9 Volt plus minus 0,45 Volt. Das ist vielleicht ganz gut, aber es geht natürlich noch besser, denn wenn ich jetzt den Messbereich auf den 10 Volt Messbereich stelle, also hier auf die 100, jetzt in dem Fall ist die Skala, aber 10 Volt wäre das dann hier, das tue ich jetzt einfach mal, dann lande ich natürlich auch bei 9 Volt dort. Allerdings ist der Fehler dann geringer, denn der Messbereichsendwert sind ja 10 Volt. Und 1,5% von 10 Volt sind eben nur 0,15 Volt. Das heißt, der Fehler ist jetzt hier geringer als bei der anderen Skala, in dem anderen Messbereich. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, wenn man was misst mit so einem analogen Messgerät, sollte der Zeiger immer hier im rechten Viertel irgendwie landen bei einer Messung, weil sonst der Fehler zu groß wird. Zusätzlich zu diesem Fehler gibt es natürlich noch einen Ablesefehler. Und zwar sollte man jetzt hier wieder darauf achten, dass der Zeiger in der Spiegelskala nicht zu sehen ist. Die Kamera, glaube ich, zeigt ihn im Moment noch an. Also wenn ich den jetzt hier ein bisschen rüberrutsche, die Kamera, sollte es dann irgendwann so sein, dass die Kamera das auch gut ablesen kann. Also jetzt ist der Zeiger praktisch nicht mehr zu sehen und er zeigt relativ genau, ziemlich genau 9 Volt an. Das Messgerät habe ich jetzt einfach mal hier auf den Tisch gestellt. Das heißt also, die waagerechte Gebrauchslage ist nicht mehr gegeben. Und wenn man jetzt sich das mal genauer anguckt, den Messwert, dann kann man erkennen, dass der also hier nicht mehr genau auf 9 steht, sondern eher auf 8,8 Volt ungefähr. Also dort ist auf jeden Fall eine Ungenauigkeit dann zu sehen. Ja, das war nur so ein kurzer Ausflug mal in das Thema Ablesen von solchen analogen Multimetern. Weiterhin viel Spaß und tschüss.